nach einer Aufnahmepause, also zumindest hier bei dem Spiel, von über 4 Monaten, habe ich mich jetzt dann doch mal wieder hingesetzt und dachte mir, es ist Zeit für eine neue Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Jetzt, da ja auch der zweite Nachfolger angekündigt wurde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon in einem anderen Video gesagt habe überhaupt, von Mario & Rabbids Kingdom Battle an sich. Es kommt ein zweiter Teil raus. Das Video kommt wahrscheinlich Ende 2021. Das hier ist... Heute ist der 24.08.2021. Ich habe keine Ahnung, wann das Video hochgeladen wird. Hört man was? Ja? Gut. Ja, ich habe 4 Monate lang dieses Spiel nicht aufgenommen. Dass das möglich ist, wusste ich auch nicht. Geht der Ton so? Oder muss ich... Warte. Holen wir das Mikrofon einfach ein Stück näher. So, dann hört man mich, glaube ich, auch besser. Machen wir den Ton bei mir noch lauter. So, weil wenn der... Es rauscht. Bei euch auch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, das rauscht doch. Egal, steigen wir einfach mal direkt in den ersten Kampf rein. Ich glaube, hier haben wir aufgehört. Ich hoffe es. Geht das lauter? Ist das bei euch auch so leise? Ich weiß es nämlich nicht. Ich würde schon noch ein Stück lauter machen. Vielleicht so. Dass ihr das halt im... So. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alles gut hören. Der Sound ist hoffentlich auch nicht zu laut. Wir drücken jetzt einfach auf Captain und legen los. So. Was ist das? Ein Escort? Ach Gott, nee. Schon wieder gar keine Lust mehr. Ich setze mich mal ein Stück noch nach links. Also eigentlich sitze ich ja so da. Und die Kamera ist weit unten. Deswegen packe ich mich so hin. Ah, so. Okay, also ein Eskortierspawn. Wo müssen wir denn eskortieren? Hier, wie kommt man denn da hin? Hier ist eine Röhre. Das ist die da. Die da geht da lang. Hier durch. Hier rum. Hier hoch. Da hoch. Ach Gott, wenn ich jetzt hier durch die Röhre gehe, wo komme ich raus? Da. Ja, das ist schon mal gut. Dann schicke ich da mal den Spawn hier hin. Hier. Ja, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe das Spiel zwar 4 Monate lang nicht gespielt. Bitte seid nicht so streng mit mir, wenn ich es jetzt irgendwie überhaupt nicht hinkriege, irgendwas zu machen. So, ich sehe die hier alle nicht. Das ist schon mal sehr schön. Ja, und ich kann sie alle nicht treffen. Doch. Die Googie-Boo. Dann stellt sich Mario mal nach oben. Es hat gelaggt. Okay. Ich hoffe, die Aufnahme einschaltet. Oh, jetzt zum Beispiel ist es wieder sehr laut. Ich pack's mal so auf die Standardlautstärke. Heldensicht mache ich mal an, klar. Okay, es ist so zwischen grün und gelb. Ob das jetzt besonders gut ist oder nicht, weiß ich. Boah, Yoshi, du kannst ja voll weit laufen. Oh, und er kann richtig, richtig viele hier treffen. Machen wir auf jeden Fall direkt. Wir haben, genau. Ich habe ein paar neue Waffen gerade gekauft, noch vor der Aufnahme. Ja, volle Kanne da rein. Perfekt. Oh, Mario hat keinen Schutz mehr. Wobei, ist gar nicht mal so schlecht. So, Peach sollte bei ihm bleiben, weil Rabbit Peach kann ja heilen. Und das wäre, glaube ich, relativ vorteilhaft. Wobei, sie kann auch den Cookie-Buch rausnehmen. Bam. So stelle ich mir das vor. Sehr schön. Okay. Ich glaube nicht, dass wir einen Schutz brauchen. Ich glaube eher, dass Spawny den Schutz braucht. Aber okay. Machen wir es mal schneller und gucken, was sie machen. Der springt drüber. Hallo. Ich hoffe, einer von denen bewegt sich. Ich mache es. Yes. Pam. Honig, er kann sich nicht mehr weiter bewegen. Oh, Mario kriegt Feuerschaden. Der ist aber fast tot.
Okay. Ich finde, es schallt ein bisschen in dem Zimmer. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber es schallt. Ja. Selbst das Schnipsen schallt, das ist auch schon... Okay. Soll ich da stehen? Nee, ich da stehen nicht. Stopp. Einer von denen hat bestimmt Heldensicht-Dings-Gedöns an, wie auch immer das heißt. Oder? Nein? Echt nicht? Ja. Dann schicke ich Sporni vor. Zwar hierhin. Mario, du schießt mal auf... den Gookiebo? Ja, komm, volle Kanne auf den Gookiebo. Pam. Läufst mal hier lang und springst mit Rabbit Peach weiter nach vorne. Ja, hier hin. Ist okay. Jetzt muss ich wieder mein taktisches Denken einschalten. Nachdem Minecraft Dungeons sitzt ja... Ach, meine Mütze sitzt nicht richtig. Sieht man das? Ja, das sieht man. So. Ja, es passt. Nachdem jetzt Minecraft Dungeons ja fertig ist, so, muss ich jetzt wieder was anderes aufnehmen, weil ich sonst Langeweile hab. Kommen wir gar nicht hoch. Wow. Ja, aber dann versucht Rabbit Yoshi, den hier mal rauszunehmen. So, der hat jetzt erstmal keine Bubble. Das heißt, wir können ihn mit Rabbit Peach dashen. Oder wegschießen, je nachdem. 318 Schaden. Also mit Glück könnte er weg sein. Er ist auch weg, aber er schmeißt uns runter. Egal, er ist weg. Hauptsache, er ist schon mal weg. Ein Gegner weniger. So. Und Rabbit Peach kann ihn sogar dashen. Sehr schön, damit ist er raus. Supportet dann aber... supportet nicht. Springt von Mario hier nach oben und nimmt den Gookiebu raus. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Als jetzt nochmal einen anderen anzugreifen und den zu schwächen, lieber erstmal einen rausnehmen. Ein Angriff weniger. Volle Kanne drauf, oder? Hat er den anderen noch gekriegt? Oh ja, das klang gut. Ach, ich weiß es nicht. Egal. Ob sich bei ihm ein Schild lohnt, ich weiß es nicht. Sie kann sich heilen, sowieso nicht. Und ich glaube, jeder, der angreift, wird eher auf... Ja, eben. Auf Spawnen gehen. Ja, nicht getroffen, yes! Ah, aber der hat getroffen. Okay. Holz, Konzentration. Wenn ich gerade schon dabei bin... Wartet kurz. YouTube. Aufnahme. Minus 9 Dezibel. Ernsthaft? Muss das so leise? Ja, aber so ist... Ich würde schon ein Stück lauter machen. Es ist nur meine persönliche Meinung. Aber ich hätte jetzt gesagt 6,5. Oder? Ich mach mal auf minus 6 Dezibel. Ob das jetzt zu laut ist oder zu leise, ich weiß es halt nicht. Wenn es zu laut ist, dann ist halt so. Stopp. Spawny muss zu... Achso, ich bin hier auf der anderen Seite. Okay, das ist die richtige Seite. Kann Spawny den dashen? Natürlich nicht. Warum frag ich überhaupt? Spawny kann sich versuchen, hier zu hiden. Auch wenn das irgendwie nicht direkt was bringt, aber okay. Mario tut dashen. Und rennt weg. Dann kann er von Yoshi springen und schafft es bis darüber. Nein, tut er natürlich nicht. Wo ist denn noch ein Gegner? Da hinten habe ich gesehen, genau. Mario stellt sich einfach mal dahin. Dashen. Sprung. Ich glaube, ich hätte den Sprung gar nicht machen müssen. Egal. Jetzt habe ich ihn schon gemacht. Rabbit Yoshi trifft zu 100%. Dann wäre die Fassade weg und Mario könnte noch drauf schießen. Ja. Würde ich sagen, lohnt sich. Oh, und Rabbit Peach kann noch laufen. Ja. Dashst den. Musst aber auch nach vorne. Damit sie im Falle des Falles Spawny heilen kann. Falls ihr die letzten Parts verpasst habt, schaut sie euch gerne an. Wir sind schon über 30. Was ist das hier? Okay. Schöne Ansicht.
Ja, Mario, du schießt mal volle Kanne da drauf. Ah ne, das ist Rabbit Peach. Ja, das ist auch okay. Ja, da kann Mario auch noch volle Kanne drauf schießen. Mario? Nimmt ihn raus. Yes, so muss das, Leute. So muss. Wenn das komplette Spiel ab jetzt so perfekt läuft, bin ich total zufrieden. Okay, ah, Yoshi kann auch laufen. Ja, Yoshi, du gehst zurück. Dashst den natürlich, ist doch klar. Und stellst dich dahin und machst deine Bubble an. In der Hoffnung, dass der Typ uns angreift und ich spawn. Oh, der hat nur noch 20 Leben. Oh, mies. Okay, let's go. Da hinten Spot. Okay, und das ist dann das Ende. Wir haben 0 Schaden bekommen. Die Bubble hält nämlich 2-mal. Sehr schön. Er hat uns angegriffen. Und jetzt kann er gerne laufen. Er läuft sogar weg. Sehr schön. Oh, weil er der Valkyrie supporten. Weil er die Valkyrie supporten will. Ja, klar. Oh nein. Okay. Vollste Konzentration. Wir müssen uns kontrazieren, genau. Spawny hat noch genug Leben, theoretisch. Wir stellen ihn dahin. Mario, du schießt. Mario, du machst die Heldensicht an. Yoshi? Dashst den. Er trifft die Valkyrie zu 100%. Zu 50. Wieso nur zu 50? Geht zu 100. Stellst dich dahin, Yoshi. Oder sollen wir lieber den rausnehmen? Er kann nicht heilen. Von dem her ist, glaube ich, die Valkyrie wichtiger. Ja. Ich weiß nicht, warum ich häufig drücke. Ich habe das schon immer gemacht. Zu 50% könnte das ein Treffer werden. Zu 50% könnte das ein Treffer werden. Ja. Ja. Rabbit Peach, setz mal die Heilung ein. Würde das was bringen? 70% der KPs. Ah, das wird auch noch reichen, wenn du es jetzt nächste Runde machst. Okay, und Yoshi steht da jetzt halt total offen, ja? Ja, natürlich! Klar! Noch eine Valkyrie. Ja, aber wenn Yoshi stirbt oder so, ist ja nicht so schlimm. Also, wobei, doch für unseren Rang ist es schlimm. Aber an sich... Was? Als ob. Ja gut, Spawny. Schafft er... So will ich das gesamte Spiel sehen. Exakt so. 5 von 6 Typen. Perfekt. Genau, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne mal den Kanal abonnieren. Peter? Man sieht Peter nicht. Warte mal, ich muss Peter über alles legen. Da. Warte. Tradition. Peter! Komm mal hoch. Oh Gott, da ist er schon. Oh, ich habe auf die falsche Seite geguckt. Egal. Ja, ich habe jetzt den Bildschirm andersrum, also nicht mehr gespiegelt, so wie früher. Das heißt, wenn ich jetzt nach da gucke, gucke ich nach da. Also ich gucke in diese Richtung, vom Bildschirm aus gesehen. Aber da drüben, wo ich jetzt hinschaue, ist das Fenster. Das ist total seltsam. Gehen wir einfach mal weiter und gucken, was jetzt auf uns zukommt. Bevor wir weitermachen, will ich alle daran erinnern, dass der Schutz von Spawny oberste Priorität hat. Niemand darf Spawny auch nur eine einzige Sekunde aus den Augen lassen. Das Schicksal des Pilzkönigreichs hängt davon ab, dass wir ihn sicher nach Hause bringen. Ich muss zugeben, dass wir Fehler gemacht haben. Ein oder zwei davon sind vielleicht sogar mir zuzuschreiben. Aber jetzt, da Spawny bei uns ist, darf sich uns nicht mehr in den Weg stellen. Stimmt, Spawny? Spawny? Ja, lauf doch hinterher und halt die doch auf. Na toll, ihr habt ihn erschreckt. Jetzt steht doch nicht einfach so rum ihm nach. Das ist wie so ein Zombie, ich hab Angst.
wird das jetzt doch noch zu einem Horrorspiel. Ja! Okay. Ich glaube, da hinten ist das versteckte Kapitel. Das sieht nämlich verdächtig danach aus. Genau, nach dem Final Boss gibt es ja noch das Backtracking der vierten Welt. Was wir auch noch machen müssen. Und da vorne ist schon Kapitel 7. Ich würde aber ganz gerne mal nochmal meine Upgrades alle anschauen, was ich denn alles kann und was nicht. Wir haben nämlich viel zum Upgraden. So, was brauchen wir theoretisch nachher für den Final Boss Kampf? Ob der Dash so wichtig ist, ich weiß es nicht. Dampfsprungradius könnte wichtig sein. Mehrmals dashen. Hier spare ich natürlich auf die bessere Heilung. Hier habe ich keine Ahnung, den nehme ich nämlich sicherlich nicht mit in den Bosskampf. Aber ich glaube, Vampir ist gar nicht so schlimm. Wir haben immer noch was übrig. Komm. So. Gut, kann ein bisschen weiterlaufen. Luigi. Ja, also. Doch klar. 10 Felder. Ja, noch weiterlaufen, als du sowieso schon laufen kannst. Ich grade jetzt einfach mal alle ab, so nach Gefühl, was vielleicht wichtig wäre. Blocken und jetzt fehlen mir 5. Okay. Ich bin mir sicher, wir kriegen noch welche. Peach, mehr Rasereischaden. Cooldown von Prinzessinnenblick. Könnte ich 2-mal runtersetzen. Das war's dann auch schon wieder. Okay. Rabbit Yoshi, ganz wichtig. Den nehme ich nämlich mit in den Final Boss. Mehr Raserei. Ja, lohnt sich. Und sonst halt laufen. Laufen ist wichtig. Yoshi, dich werde ich nicht mitnehmen. Tut mir leid. Ich werde bei dem Team bleiben, was ich jetzt habe. Bodenkracher. Der Radius vom Bodenkracher vielleicht erhöhen. Hochsitzbonus habe ich schon. Ja, okay. Dann haben wir zu die allgemeinen Upgrades. So, Waffen-Upgrades. Hammer. Genau, Hammer sollte ich vielleicht mal upgraden. Wobei, lohnt sich das? Ich mach mal Sprungschaden gegen Grobian, ne? Wir haben das Geld, das ist nicht das Problem. Yoshi hat hier schon die stärkste Waffe. Rebel Peach hier. Und hier die stärkste Waffe. Okay. Und bevor ich jetzt unnötig ein neues Kapitel starte, beende ich die Folge an dem Punkt. Das war's mit der ersten Folge nach 4 Monaten von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ciao.